Der Digital Social Summit findet jetzt schon zum 5. Mal statt und das ist für mich ein ganz besonderer Event. Das ist eine Plattform, wo sich Zivilgesellschaft trifft, aber nicht nur, sondern auch Vertreterinnen von Staat, aus Wirtschaft, aus der Forschung, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche Rolle Zivilgesellschaft in der digitalen Transformation spielen sollte. Hallo und herzlich willkommen. Ein großes Megathema, an dem in unserer Gesellschaft wirklich niemand mehr vorbeikommt: künstliche Intelligenz. Über 1000 Menschen, die analog, aber auch digital mit dabei sind, zeigen, dass wir hier noch ganz schön viel Bedarf haben, Wissen auszutauschen, Neues zu lernen, aber auch über Risiken und Chancen von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Den Leuten hier muss man es nicht mehr erklären, dass Digitalisierung einfach alle Gesellschaftsbereiche betrifft und dass es super viele Chancen gibt für die Demokratie. Dass wir aber auch immer wieder gesehen haben, dass digitale Technologien auch dazu führen können, dass Ungleichheit verstärkt wird. Wir müssen uns besser vernetzen, wir müssen in den Austausch kommen, um dieses Gegengewicht wirksam sein zu können. Mich hat total gefreut, dass wir eine gut besuchte Session hatten und irgendwie auch ein engagiertes Publikum, die gute Nachfragen gestellt haben und auch von der Relevanz überzeugt sind, dass wir mehr gemeinwohlorientierte KI brauchen, weil es davon einfach bisher zu wenig gibt. Unser Ziel war immer, die Themen und die Neugier in die Breite zu bringen. Und insofern ist der Summit eine Plattform, ein Treffen von Menschen, die diese Neugier treibt und die sich dann entsprechend auch gegenseitig befruchten. Und da ist es dann weniger die Frage, was können Stiftungen von Stiftungen lernen oder Wohlfahrtsverbände von Wohlfahrtsverbänden, weil die sprechen ohnehin miteinander. Spannend ist es wirklich, die Silos aufzubrechen. Wir haben jetzt mit diesem Schwerpunktthema einfach einen Nerv getroffen, dass hier so viele Menschen heute zusammenkommen. Und wir waren ein bisschen gespannt, wie es funktionieren wird nach 3 Online-Konferenzen. Und ich bin total glücklich über die Freude und Begeisterung, mit der die Menschen hier aufeinandertreffen heute. Es muss einen 6. Digital Social Summit in 2025 geben, weil wir sicherlich einen Riesenfortschritt gemacht haben, aber letztlich erst am Anfang stehen. Insofern großer Bedarf an mehr Austausch, mehr Diskussion, mehr Erfolgsbeispielen. Und die zweite Seite der Antwort ist relativ einfach, weil es einen ungeheuren Spaß macht im Organisationsteam und mit den Teilnehmern hier vor Ort diese Themen zu diskutieren. Eine hohe Begeisterung, positive Energie. Und ich hoffe, ihr tragt ganz viel Inspiration für dieses Jahr in Sachen künstliche Intelligenz mit weiter und damit einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank.